Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute geht's weiter mit euren... was ist mit meinem Mikrofon? Mach keinen Mist. Scheiß. Halterung. Und weiter geht's mit euren Vorschlägen, genau. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Ich komme gerade aus der Dusche, sieht man vielleicht ein bisschen. Ich lasse mich immer Luft trocknen. Ich weiß nicht wieso, ich mache das aber übelst gerne. Und heute gucken wir uns an, McDonald's bringt Mitarbeiter nur am Anschreien von Arrive und ich denke mal, Revi wird mit dabei sein. Gucken wir uns mal an. Jo Leute, was geht ab? Start und herzlich willkommen zu dem neuen Prank. Was geht ab? Prank? Ihr seht schon wieder Flex, wenn wir noch starten. Was geht ab? Dann die ganz wir heute mal was richtig Behindertes. Ich habe gar keinen Bock da drauf, Leute. Das wird einfach so, das wird so dumm. Wir werden gleich in den McTry fahren und einfach Sachen bestellen. Aber wir schreien halt einfach nur. Also wir schreien die Mitarbeiter richtig an. Wir sind einfach die größten asozialen Spastis aus ganz Köln. Wir sind gerade hier in immer Köln, Leute. Wie immer eigentlich. Aber es ist halt echt, oh mein Gott, Leute. Wir werden richtig schreien. Ich wette mal, also was ich übelst geil finde, das ist in Amerika gerade übelst so der Trend, die Bestellung zu rappen. Fand ich so, da habe ich schon so unfassbar geile Videos angesehen. Da gibt es ja so einen, der macht das öfters mal. Ey, der macht so geile Videos und dann fragt er so am Ende und die ganze Bestellung aufgeschrieben und der so, der Mitarbeiter, nee. Ah, finde ich übelst cool. Wir sind einfach komplett am Arsch danach. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht sehr drum und viel Spaß bei dem Prank. Alter, Felix, ich bin doch richtig aggressiv irgendwie. Ich bin auch. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen lauter heute mal reden. Ah! Digga, Lukas, ich mach dein Auto Alter. Kaputt. Ey, mach mein Auto nicht kaputt. Oh mein Gott, er macht mein Auto bestimmt jetzt echt kaputt. Doch, es geht. Sicher? Hinten auch Fenster unter. Ja, passt, scheiß drauf. Fenster unter, Mann! Ich hab Hunger! Wäre jetzt so fett wie damals, das wäre so geil, ne? Ha! Entschuldigung, was gibt's los bei Ihnen? Ich hab Hunger! Ja, dann bestellen Sie normal wie ein normaler. Mach ich doch! Alter, what the fuck, ey? Damit Cheeseburger bestellen. Hallo, Sie bitte nicht. Ein Cheeseburger, bitte! Nee, du kriegst hier nichts von weiter. Wieso? Weil du nicht normal bist. Weil sie nicht normal sind. Ja, wir hätten gerne einen Cheeseburger! Er rotzt dir alles los. Dann sag nochmal einen Cheeseburger. Ein Cheeseburger, bitte! Und Cola. Alter! Alter, die sind so bescheuert, ey. Hallo? Ey, schieß mal das Auto ab vor dem Haus. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Guck mal, die ganze Parkas guckt hier nicht. Guck mal, nur komisch an. Ich hasse das, wenn wir sowas aufnehmen, ne? Wollen wir vorfahren, oder? Nö, ich weiß nicht. Man muss ja erst was sagen. Hallo? Am besten sind ja die immer in McDrive, ne? Die finde ich absolut am geilsten, die da so ranfahren. Und einfach noch gar nicht wissen, was sie bestellen wollen. Die dann einfach mal so eine halbe Stunde hinter dem ist voll die Schlange, weißt du, und eine halbe Stunde, was haben sie denn in Angebot? Na, dasselbe wie immer. Oh ja, also könnt sie mir da irgendwas empfehlen? Ja, ein Burger vom vorgestern haben wir noch hier rumliegen. Ja, das wäre schon mal okay. Und dann hätte ich noch, Pommes? Oh nee, doch nie. Oh, doch, Pommes? Weißt du, und da hinter denen schon der übelste Schlange und denkst dir so, ey, du Vogel, ich komm gleich hier mal nach draußen und dann bist du weg. Dann ist auch dein Auto weg und du weg, ne? Dann haben wir endlich Platz. Ey, solche sind immer am schlimmsten, ey. Aber nicht nur McDrive, allgemein, wenn man mal Döner bestellt oder im Restaurant ist und du hast dann vor, also Restaurant jetzt nicht, da kommen die ja meistens zum Tisch, aber irgendwo, wo man bestellen muss und du hast dann vor dir so Leute, die dann erstmal und dann ist das Geilste, solche Leute, die kaufen eh immer wieder dasselbe, weißt du, das sind so Leute, die siehst du 5000 Mal, also in der Woche mindestens 80 Mal da und die kaufen immer wieder dasselbe, auch stehen immer so da, was könnte ich mir denn heute kaufen? So, also, heute muss es mal ein bisschen spannender, meine Bestellung sein. Also heute würde ich doch dann gerne mal... Hm.
Ja, ich würde sagen, ich nehme heute Marlboro mit, ja, für 7 Euro. Das bestellen sie doch einen ganzen Tag, das bestellen sie jeden Tag, die sind jede Stunde hier, wieso brauchen sie so lange? Was ist denn so schlimm? Ich bin mal gespannt, wie die jetzt reagieren. Alter, wir ficken jetzt zusammen. Alter, hier habe ich ein bisschen Angst, voll die Höhle. Voll die Höhle. Ey, da kam schon, das ist bestimmt so einer, Lack, gleich Nackenschelle. Ja, ich mache ein Fenster hochmachen? Nee, hier mach. Wo ist das Geld? Hier. Nee, hier ist, ich hab nix. Hab ich mein Portemonnaie irgendwo hier gepackt? Ich hab. Hallo! Was? Ey, warte mal, wir haben doch Hunger! Ah ja, fuck. Und rückwärts. Das riecht Energy. Wahrscheinlich, weil wir bei Mecke sind. Ja, mach mal vorne, ne? Ich hab keine Stimme, hör mal meine Stimme. Ja, bei ihm! Ich schreie immer so laut! Beruhigt schon ein bisschen, ne? Ist kein Scheiß! Ich schreie immer so! Beruhig dich, ja! Okay, der schreit auch! Nee, der schreit nicht. Nächstes Mal kriegst du wirklich nichts. Hä, warum denn? Ich schreie immer so! Stimmt das? Stimmt das? Und du da so hinten so, ne, weißt du, fix so deine Freunde? Nee, also eigentlich nicht. Das ist immer das Schönste, wenn du den Fahrer so ein bisschen fixst, ne? Gerade auch so bei Kontrollen, ne? Hab ja schon mal im letzten Video gesagt, wenn die Polizei euch anhält und so, und die wollen eigentlich nur, wie ist denn die Fahrzeugpapiere angucken, ne? Führerschein, Fahrzeugpapiere und sowas. Wollen einfach nur so mal gucken, ne? Oder ob man Erste-Hilfe-Kasten hat. Und du, also ich würde es machen, ne? Hinten dann so sitzen. Officer, wir haben heute alle. Der Fahrer hat mit uns so gesoffen. Ja, gut, dann ich hoffe, Sie haben Zeit mitgenommen. Bitte alle mal aussteigen. Das könnte heute ein bisschen länger dauern. Ja. Ich glaube, da freut sich dein Freund, derjenige, der dann in dem Moment der Fahrer ist. Und ich glaube, ab dem Moment kannst du dann auch nach Hause fahren. Trotzdem würde ich das machen. Geil. Ah, nee. Stimmt das? Stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ein Cheeseburger? Einmal Energy? Energy! Eine Cola Zero? Ja. Ja! Das wär's. No. Jetzt riecht er nochmal. Das wär's. Was mit Rückgeld? Was für bezahlt überhaupt? Ich hab mir bezahlt. Scheiße. Egal. Also jetzt schreit immer, ich hab keine Stimme mehr. Ich hab keine Stimme mehr. Bei jedem Mal Energy, der Typ vor uns. Energy! Oh, ich hab keine Stimme, jetzt machen wir das hier. Machen wir erstmal Fenster hoch. Ist hoch. Ey, meine Stimme. Wir können nach Hause fahren. Ist das unten? Rechts parken, hinten gehen bezahlen. Die haben uns gerade nach vorne geschickt. Ja, weil sie nicht bezahlt haben. Oh. Wir kommen noch mal rein, okay? Nein, nicht mehr. Vorne rechts bezahlen. Da vorne rechts parken oder jetzt raussteigen. Ich steige nicht aus, ich fahr noch mal rein. Geben Sie mir eine Sekunde, ja? Und wie du weg bist! Ey, mach langsam, ich verkaufe dir ja mein Auto! Ich hab's nicht! Aber machen. Egal! Energy! Alter, lach ich! Boah, lass mal so plötzlich, ich kann nicht mehr schreien, Lukas, meine Stimme ist weg! Hörst du das eigentlich schon? Ey, das du musst mal jetzt mit übernehmen. Digga, ich liebe diesen Typen vor sich, hoffen wir. Bester Mitarbeiter, ne? Er sieht direkt, dass ich eine Behinderung habe, an meinem Gesicht wahrscheinlich. Deine Stimme ist echt. Junge, ist kein Scheiß. Ja, auch alles gegeben, du Arschloch, Mann. Jetzt mach auch mal. Ja. Ja, was willst du denn jetzt anders machen? Soll man ja, sagen, es richtig, auf Mann. Einmal redest du normal und ich bin der, der schreit? Ja, safe, das machen wir klar. So. Er will aufs Maul kriegen, aber wenn du willst, ich bin dabei, mir egal. Ja, safe. So, Freunde, wir fahren jetzt das zweite nochmal rein. Ich weiß nicht. Was? Okay, Lukas ist bereit. Ich weiß nicht. Ey, wir wollen doch noch Pranks machen. Mit der Stimme kann ich gar nichts, weil ich kann nach Hause fahren. Alter. Am Anfang, der labert scheiße mit der Stimme, aber sie ist halt echt weg. So. Geil, ist kein Witz jetzt. Wir wollen ja noch so drei Pranks oder so drehen, aber hey, alles gut. Ich glaube, die Shisha heute Abend übrigens. Lass mal aus. Du übernimmst jetzt. Hallo. Hi, wir wollten noch bezahlen.
Eine kleine Cola Zero, eine Cheeseburger, ja? Cola Light! Okay, fahren Sie bitte zum nächsten Fenster. Danke! Warum gucken die alle so auf den Parkplatz? Guck mal, wie alle gucken. Was? Warum gucken die alle? Also bitte, das ist ja, also wenn zwei irgendwie oder drei Leute im Auto sitzen und zwei Leute komplett rumschreien, da würde ich auch mal denken, jo, ihr seid hier im McDrive und nicht hier in der Klapsmühle. Klapsmühle ist ein Haus weiter, ne? Da ist die Anmeldung für die Klapsmühle. Klau doch mal was raus, da muss jetzt mal ein richtiger Kracher kommen. Jetzt schrei mal richtig, das ist doch... Ich schrei schon das laut! Das ist ja Rückwärts. Hau mal jetzt richtig einen raus jetzt. Ey, die hier machen hier ihr Tri-Fenster mitten in der Kurve. Mitten im Tunnel. Gut. Ey, warum machen wir das nicht als letztes in diesem Projekt? Ich hab keine Stimme, es ist kein Scheiß. Ja, jetzt sind wir schon mit. Aber ich schreie trotzdem auch noch mit. Ich will es nicht schreien, wir schreien zusammen. Ja. Hi! Hast du das Geld? Wie viel? Oh, stimmt so! Das war doch kein Wuffi, oder? Doch! Nein! 5 Euro. Dann fahr! Rechts ist für Sie! Ja, für Sie! Fahr! Ja! Ciao! Hey, ich bin Ehrenmann, ne? Ich hab 2 Euro gespendet. Meine Stimme, mein Hals, Digga. Ja, jetzt mach mal weiter, komm, wir müssen jetzt Gambo geben jetzt hier. Ich brauche den. Also ich bin immer, ich bin übelst lieb, könnt ihr, mein Onkel war letztes Jahr hier und da waren wir im Restaurant. Und, da hab ich erstmal für meinen Onkel mitbezahlt. Tolles Stück AA. Hätte er selber bezahlen können, aber gut, okay. Und er war dann hier mit dem in Dresden, da waren wir so im Restaurant und, gut, ich war auch komplett, ne, also konnte froh sein, dass ich noch gerade aus der Tür rauskam, aber es war jeder von uns, kennt ihr ja, ne, wenn, das Geile ist immer, ihr müsst da ganz normal sitzen, gerade als Frau, ne, also wenn Männer besoffen sind, fangen die, wir reden dann immer so über Politik, Wirtschaft, Weltwirtschaftslage, Nahostkonflikt und so ein Scheiß. Das wird uns nüchtern nie einfallen. Ja, egal. Und ich habe so bezahlt, da sagt die so, ich glaube, das waren so 24 Euro, so. Ich glaube 26 Euro, irgendwas mit 20. Gib so ein 50er her, so, ne? Das kann ich überhalten. Und die so, was? Die haben ja gerade 5 Euro behalten. Oh, vielen Dank, geil. Ja, das waren noch Zeiten. Aber immer. Also, wenn mir ein Restaurant was schmeckt und man gut bedient wurde, und wir wurden da extrem gut bedient, wir haben dann sogar kostenlos noch ja, Alkohol bekommen und sowas. Und also wir wurden mit den Koch, haben uns dann alle so unterhalten. Das war so cool. Mit dem Koch habe ich ein bisschen gesprochen, dann mit der Kellnerin haben wir auch noch ganz Zeit gesprochen. Die hat überall Kunden gehabt, wir reden die ganze Zeit, lachen uns die ganze Zeit zu. Nee, aber so bin ich immer. Also wenn mir was im Restaurant übelst gefällt, dann gebe ich manchmal echt viel zu viel. Dann denke ich mir so, wenn ich dann zu Hause sitze, bin ich bescheuert. Ich brauche das selber, das Geld selber. Aber naja. Kann doch mal freundlich sein. Alter, du so küsst hier von hier. Ey, da ist doch was drin, entspann dich mal ein bisschen. Oh. Lol, irgendwas ist auf meiner Hose. Es sieht auch wie Wichse. Na, wer weiß, Spaß. Nein, Junge, was ist das? Egal. Hauptsache, warum hab ich das in der Hand? Keine Ahnung. Das musst du kurz mal rausmerken. Aber stell dir mal vor, man hat das wirklich, dass man nur schreit. Ja, das ist schon in der Kirche. Amen! so ein Pfarrer, das wäre so geil, bis zum ersten Mal hier und er sagt so ganz leise, jetzt bitte alle mal leise sein und wir sprechen jetzt das Gebet und der so am Ende, Amen, das wäre so geil. So alle 3 Tage rausgehen, weil deine Stimme weg ist, so, ne, ja moin. Oh. Oh. Wuff, wuff. Miau. Was für Miau, Digga. Ich bin schon wieder komplett durch, Freunde. Hallo! Da kommt doch ein Chill auf mich. Wie bitte? Ich böser Mann! Ich verstehe Sie nicht, Sie müssen lauter reden! Ich hab fast einen Fußkrampf. Hallo! Sie müssen das Fenster aufmachen, ich höre das nicht! So ein geiles Auto! Oh. Und noch einen runter. Also ohne Scheiß, ich würde so erstmal denken, die haben doch irgendwas genommen. So, ich würde erstmal als Filialleiter, ich denke mal, der Mann, der war bestimmt der Schichtleiter oder so, ich würde erstmal so denken, die haben doch was genommen. Ich würde, glaube ich, erstmal in dem Moment an die Polizei rufen, ne? Das Auto. Hast du Taschentücher für den Porn? Nein. Dankeschön. Oh, lecker. Ja. Kann ich noch einen Strohhalm, einen zweiten?
drauf, dich zu schreien. Das ist die Krankheit, ich hab die Schreikrankheit. Ja, dann nehmen wir uns Schutz. Servieren bitte noch. Jetzt. Was denn? Warum hab ich diese Aussetzer? Mein Gott. Dankeschön. Kannst du deine Mutter schreien? Auf Wiedersehen. Warum hupen sie? Sie müssen lauter reden! Ja, Freunde, wir müssen jetzt mal ehrlich mal ein bisschen wegfahren hier. Mach mal Fenster aus, ein bisschen kalt jetzt hier. Ich dachte, ich hab irgendwo gegen gefahren. Ach so. Alles mitgenommen. Warte mal, den Cheeseburger müssen wir verschenken. Hier die. Hallo? Kommen Sie mal kurz. Ich auch. Hey, wollen Sie einen Cheeseburger? Alter, guck mal, Lack. Direkt Nacken. Ja, direkt Nackenschille. Alter, was ist denn da los? Das war eine Abfuhr. Am besten wär's auch, ich hab einen Freund. Den Taxifahrer irgendwie. Ja, irgendwem hier. Fahr mal hier rechts drüber. Hi, alles gut bei Ihnen? Danke. Wollen Sie einen Cheeseburger haben? Nein, danke schön. Echt nicht? Eine Cola? Oh, alles gut, alles gut. Echt? Ja, schade, okay. Nee, die Stiche sind ein bisschen scheiße. Fuck. Ja, sorry. Hey, alles gut. Wirklich nicht? Nein. Okay, alles klar. Ciao, ne? Schönen Tag noch, ciao. Sorry. Was geht ab? Willst du einen Cheeseburger haben? Ah, ihr seid doch von YouTube, oder? Ja, ihr seid die von YouTube, ey. Digga, Alter, willst du ein Video hier? Bist du drin, Alter? Grüß mal jemanden. Ja, ich grüße Akin. Akin? Was? Alles klar. Achim oder Akin? Boah, ich hasse das, ne? Also, ich bin da so einer, weil der hat so eine fast schon eine Monobraue, ne? Und ich bin da so einer, ich guck auf sowas, ne? Ich dachte auf sowas extrem. Aber gut, es gibt ja wirklich Leute, die mögen sowas, aber ich denke mir so immer, kann man ja auch wegmachen, ne? Aber wie schon gesagt, die Leute, die halt das toll finden, die sollen es halt tragen. Manche können ja auch nichts dafür, da wegzuschlafen. Korrekt, nice. Sauber. Ja, auch rein, Digga, ja, ne? Wir sehen uns, ne? Viel Spaß. Mach's gut, ciao. Na, nice, sind wir auch noch los geworden. Easy. Du hast doch gerade reingespuckt, ne? Dreimal. Spaß, nein. Spaß, Freunde. So, Leute, das war's von dem Prank. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mal einen richtig freshen Daumen nach oben da, Leute. Mein Hals, okay, bei mir geht's sogar noch. Bei dir ist vorbei. Komplett bei mir ist vorbei. Leute, das hat so gebockt, ohne Scheiß. Also, wie gesagt, checkt mal den Kanal von Felix ab. Checkt mal Daumens Instagram ab, der ist auch noch mit dabei. Geht ab und checkt meinen Kanal ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Ich geh jetzt erstmal, keine Ahnung, Tee trinken oder so. Haut rein. Das ist eine gute Idee. Ciao, Leute. Ciao. Strom, Gas und eine Rechnung. Was erwartest du mehr von deinem Energieanbieter? Einen Klimabeitrag oder eine Solaranlage zum Pachten? Also mehr Nachhaltigkeit und mehr Solar machen wir. Mehr als du denkst. Money. Nee, machen wir nicht. Nee. Ja, ich wollte gerade wirklich sagen, von hinten sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Von vorne, gut, die Minis haben ja immer diese runde Schnauze. Ne, und ich sag da immer so Babyaugen, ne? So es gibt so BMW hat der manchmal so, gut, der Dreier jetzt nicht unbedingt. Jawohl. Glaub, der Mercedes AMG schießt mich tot. Scheiße. Aber ich glaube, die ganze AMG-Reihe, die haben hinten zum Beispiel, die haben hinten übelst so. Ich sag da immer so böse Augen zu. Ich finde das übelst cool. Ich auf sowas achte ich. Das klingt total dumm, aber auf sowas achte ich auch beim Auto. Ja, ich bin nicht normal, weiß ich selber. Also wurde mir schon öfters gesagt. Ja, also, ja, der Prank. Der Prank war okay. Ja, man hätte irgendwie noch ein bisschen was anderes machen können, außer die ganze Zeit schreien. War am Anfang sehr lustig, irgendwann war das so, ja, keine Ahnung. Da habe ich schon lustigere Pranks gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich wirklich schon lustigere Pranks gesehen. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Genießt die Sonne, ja, um die Uhrzeit. Ja gut, die Sonne ist ja immer noch da, ne? Also genießt die Sonne. Die Sonne ist noch da. Auf der falschen Seite. Aber die Sonne ist noch da. Tschüssi!